Warum hast du so lange gebraucht? Hast du Durchfall? Tja. Hast du Durchfall? Perfektes Intro. Ja, Leute, das geht, das geht. Wir drei fahren Richtung Amsterdam. Vorhaut heißt das. Warum lachst du? Ja, wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Ich drehe jetzt für die nächsten zwei Tage einen Vlog. Und ja, jetzt fahren wir los. In Amsterdam angekommen. Okay, Opa Moody. Ah, Anam. Digga, ich bin echt alt geworden, ne? Ich erzähle euch kurz mal, was wir jetzt geplant haben. Also wir stellen das Auto bei Mints Kumpel hier ab. Der wohnt hier in Amsterdam. Dann fahren wir mit der Metro in die Stadt, werden ganz entspannt was trinken und gucken, ob wir ein paar Haribos mit einpacken. Das lasst es schon wieder. Ne? Wir gehen dann was essen auf jeden Fall und fahren dann ganz entspannt zur Unterkunft. Da haben wir auch noch eine halbe Stunde Fahrt bis zur Unterkunft. Also heute ganz entspannt, Leute. Tag 1, Vlog, nehmen wir, glaube ich, mit. Ich denke mal, ich mache zwei Folgen daraus. Einmal Tag 1 Amsterdam und Tag 2. Oder welcher Mensch rennt jetzt mit kurzer Hose hier rum? Kleine Diva. Okay, das Motorrad ist jetzt mit dem Kollegen von Min. Das versuchen wir jetzt irgendwie zur Seite zu schieben, damit wir den Wagen dort parken können. Also du auf dem Motorrad, das wäre echt lustig, weil das passt ja gar nicht. Da, wirklich, Minimit. So ist gut. So ist gut. Ey, das reicht nicht weiter. So ist gut. Stopp! Wer ist unser Reiseleiter jetzt? Ich. Okay. Wie heißt unser Spot? Der ist Vegan Junk Food. Wie? Vegan Junk Food Bar. Vegan Junk Food Bar. Erster Spot Vegan Junk Food Bar. Da soll es richtig krasse Burger geben. Sieht schon chillig aus, die Straßen hier. Gibt es hier auch Döner eigentlich? Ja, alles was gibt. Auch Steak-Döner? Dort vorne ist der Laden, wir sind auch schon da. Bin sehr, sehr gespannt. Was ist los? Oder die wollen noch Credit Card. Was für eine Kreditkarte? Ach so, ja. Hi. Ja, ja. Was ist das? Ist das irgendwie okay? Kannst du denn irgendwas empfehlen? Theoretisch Fisch. Also, Iconic Rainbow. French Fries Crunchy. Was ist das? Ich weiß nicht, was du hier mit dem Fettlachs machst. Mach mal, er hat recht. Ey, Bruder, Mixed Fish. Er hat recht, Mann. Ich dachte, er sagt nur Scheiße. Gottes Lachs? Nein, Mann. Aber dieser Black-Pink Bun, das juckt mich, weißt du? Black-Pink. Black-Pink Bun. Weil das einfach fresh ist. Krubi-Krui. Ich finde den Cruel irgendwie fühlen. Ich sag das mal so, ja, weil so ob der es versteht. Kann man die Burger auch einzeln nehmen? Bestimmt. Lass mal einfach fragen, dass wir dann dafür diese Eye-Kinder. Ja, ja. Willst du Pommes haben? Hi. Are you ready to order drinks? Yes. Yes, we do. Coke Zero? Me also have Coke Zero, please. One question. Is it possible if we remove the fries here and to take. No, sorry, the only thing that you can do, you can have some sweet potatoes instead of fries. Sure. We thought that we can remove all. No, because that one is like a plate, like a quite big. Okay. Yeah. Okay. Dann lass uns das nicht zu viel. Do you want me to cover no. food? No, no, it's okay. Okay. Dann sag was. Daddy, do you want to fries? Yes. Any sauce? Daddy. Mayo? Okay, you're right. Quelle de frais. Yeah, do you want fries as well? Hey, was machst du? Affe. Nein, yes, yeah, come here. I will take the Notorious, please. With fries as well? Yes. Any sauce? What sauces do you have? Mayo, Ketchup, Garlic. I will take the garlic, please. Die hat mich verstanden, aber. Ja, die kenne ich auch Deutsch. Kannst du Deutsch? Ich habe nur aus Joke habe ich das so ausgesprochen. Ich kann ein bisschen Englisch.
Nein, nein, ist okay. Alles gut. Alles fein. Warum lachst du? Sag einfach. Okay, guys, that's it. Yeah, that's it. So I have one daddy for you with Ayo and fries. Ayo, yes, you cruelty free. Cruelty free, yeah. And for you, notorious with fries and garlic. Yes. Okay. Danke. Ja, wir haben zu danken. Ich weiß nicht, was ich bestellt habe. Was hat die gemacht? Hä? Wo sind meine Pommes? Ich bin so eine kleine. Hast du nicht gerade Soße bestellt? Ja. Er isst einfach Pommes und ich weine, weil ich keine Pommes habe. Deiner sieht auch heftig aus, ne? Hätte ich den mal bestellt. Ich habe wirklich den hässlichsten Burger bestellt. Unten schwarzen Bun, oben pink. Der sieht schon interessant aus. Und deiner? War okay. Aber jetzt hier, die Pommes waren übersalzen. Ne? Das, das war. Ja. Wir haben es gegessen, jetzt eben zahlen und dann geben wir noch irgendwo Nachtisch. Snacken. Aber ganz ehrlich, für vegane Burger, überleg mal, alles war vegan. Alles. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Ich dachte, ich esse nochmal Beef. Oh, schmeckt der. War da ein Kokel drin? Ja, aber der Käse war so. Ja. Der war so Slurpy. Aber hey, du kennst das schon. Slurpy. Ich weiß nicht, wie gut geschmeckt, aber hängt. War sehr stabil, man. Ich dachte, ich esse Fleisch. Ja, okay, das kann ich. Auf jeden Fall, das ist einfach konsequent. Konsequent. Aber. Konsequent. Konsequent hat er gesagt. Dann habe ich die Konsequenz. Ach man. Und jetzt geht einfach weiter. Ich sag euch eins, jedes Mal, wenn ich drehen will, ist das Wetter für den Arsch, ehrlich. Ich habe nie ein gutes Wetter irgendwie getroffen. Es liegt nicht an mir, nein. Auch jetzt hier in Holland. Es nieselt, es ist windig, es ist kalt. Ja, Digga, das ist immer so witzig, seine kurzen Hose. Aber ja, er zeigt, wie es läuft. What a move! Ich hab's genau gesehen, ihr habt Händchen gehalten, ganz kurz. Ja, ihr denkt, ich sehe das nicht. Okay, das ist unser zweiter Spot hier. Oh, die mit Pistazien sollen auch geil sein, ne? Das ist eine Pistaziensoße. Kennst du deutsche Quarkbällchen? Ja. Die sind doch so, ne? Ja. Kokolisch. So, ich kann euch das mal zeigen. Das ist der süße Laden. Da holen wir uns was zu snacken. Nachtisch brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, ich entscheide mich für die Churros. Ich liebe Churros. Da werden die Churros gerade frisch gemacht. Oh mein Gott! Man sieht einfach den hier runtergefallen. Zu dem, den ich jetzt bei der Maiwoche gegessen habe. Ja, Bruder, man muss improvisieren. Nein, ich meine doch gar nicht. Ich meine den Bruder, guck dir den mal an, Bruder. Ja, wie kam das? Der kriegt seinen Mund nicht mehr zu. Die in Deutschland finde ich viel härter und knuspriger irgendwie. Mag ich nicht so bei Churros. Die sind wesentlich weicher. Ihr Schwein, Alter. Die sind wesentlich weicher, gefällt mir absolut geil, Mann. Hier, wohin? Da brauchen wir immer den hier. Nein, ich bin nicht. Doch, sonst fällt alles runter. Nimm mal den. Nein, nein, der ist gut. Renés Croissant in Amsterdam. Müssen wir den abchecken, also greifen wir den Churros. Gleich bewerten. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft habe, aber das Ding haben wir noch aufgegessen. Ich bin jetzt richtig, richtig voll. Aber die Churros waren noch sehr lecker.
bin jetzt bei einer Shisha-Bar. Oder das sind richtig Club-Feelinge, ne? Was ist das? Wollen wir hier bleiben? Ja, es gibt nichts anderes. Okay. Ja, dann gucken wir mal die Shisha in Amsterdam. Wie lange wird die hier sitzen bleiben auf diesem Hocker? Weißt du, was ich meine? Dein Arsch schüttelt. Wir können noch gehen. Boah, das habe ich da wirklich keine Minute ausgehalten auf diesen Hockern. Die sind wieder raus aus dem Laden. Wir haben schon Bock auf eine Pfeife, oder so ist es nicht. Aber die Hocker mit der Musik auch okay noch gewesen. Aber die Lichter und so, das, da kann ich keine Stunde sitzen mit meinem Rentnerrücken. Bro, wo sind wir hier gelandet? Das? Ich komme da nicht runter. Helf mir mal. Bruder. Schaut euch das mal an, was ist das denn für ein Schiffsbunker? Komm, ich hier laufen muss. Ich muss geduckt laufen. Jetzt gibt es hier oben auch noch Plätze. Hier sieht es schon mal entspannter aus. Eine Dose 5 Euro, wie teuer war die Pfeife? 25. 25 Euro für die Pfeife und die, ich sag euch eins, das wird das Schlimmste sein, was wir brauchen. Oder die verkaufen auch Essen. Wir sind jetzt raus aus dem Laden, ey. Das war wirklich. Selbst die Wände waren am Kleben, ey. Richtig ekelhaft. Jetzt regnet es auch noch hier. Guck mal, den mit, immer noch mit kurzer Hose. Jetzt gehen wir noch irgendwie was trinken oder so holen und dann ab zur Unterkunft. Wir sind jetzt hier bei unserer Unterkunft angekommen. Was Melvin gemietet hat. Das ist mein Zimmer hier. Ganz süß von da oben eingerichtet. Und hier pennt Noah und Min. Das hier schläft Noah und Min. Ich merke, dieses Bett rausgerollt hat. Da schläfst du nur. Und ich. Schau dir dieses Zimmer an. Das ist schon süß, ne? Hier ist so ein Kinderzimmer. Und hier werde ich pennen mit der Kamera hoch. Oder pennen? Hier haben wir eine Küche. Kann ich auch mal schnell eine Runde. Eine Spülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine. Und das Coole ist, also hier sind noch Brettspiele. Ja. Und das, aber das ist hier cool, ne? Das riecht halt zwar ein bisschen nach alt. Ehrlich nicht? Du riechst jetzt hier ganz normal? Also es ist kein. Und hier in Toilette. Badezimmer. Stehst du so mit Hemd oder was? Gehst du gleich feiern? Hey Digga, warum ist das hier Das Ding ist, die beiden haben von vornherein gesagt, dass sie relativ viel schnarchen und laut schnarchen. Deswegen sind die da und ich penne dann hier. Und ja, das war der Deal so, ne? Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wollt ihr noch irgendwas sagen zum Abschluss? Was sollen die Leute noch machen? Mich abonnieren. Also halb acht wecke ich euch noch. Ja, das war es jetzt auch mit dem ersten Tag. War echt super lustig. Jetzt mit der Anfahrt verbunden. So war schon etwas anstrengend. Ist mir übelst geschlaucht. Und morgen sind wir auch den ganzen Tag hier. Da pennen wir auch hier. Deswegen lasst noch gerne kostenlos ein Abo da. Ganz gerne ein Like auf das Video. Und dann verpasst ihr das nächste Video auch nicht. Teil 2 vom Vlog kommt dann. Entweder lade ich es direkt am nächsten Tag hoch oder dann am Sonntag. Und jetzt macht die Lichter aus. Jetzt wird gepennt. Haut rein, bis zum nächsten Video. Kuss geht raus.